Herzlich willkommen, ich bin Tobias von Yoga Prevé. Namaste. Schön, dass du zu dieser Yoga-Praxis eingeschaltet hast. Vor uns liegt ein Wake-up-Yoga. Das ist natürlich besonders gut am Morgen geeignet, um den Körper in Schwung zu bekommen, um ein bisschen mehr Vitalität und Lebendigkeit zu erfahren. Und aber auch natürlich so zwischendurch, wenn du mal das Gefühl hast, dass du was Schönes, was Lebendiges, was Erfrischendes und Erwachendes für dich tun möchtest. Es wird eine kleine Yoga-Praxis, die uns begegnet. Du brauchst keine besonderen Hilfsmittel. Schau einfach, wie es für dich heute passt. Besonders am Morgen sind Vorbeugen so ein Punkt, auf den du achten solltest. Und dann sind die Bandscheiben noch sehr prall gefüllt und Vorbeugen nicht immer so gut möglich. Dafür womöglicherweise sind Rückbeugen jetzt für dich sehr angenehm. Also schau, wie es für dich passt. Lass uns beginnen und die Matte ausrollen. Ja, wir starten mit einem gemütlichen und bequemen Sitz. Komm da bitte an, sodass du die nächsten Momente einfach dich wohlfühlst im Sitzen. Und wir beginnen diese kleine Bewegungspraxis vom Beckenbereich und bringen erstmal so peu à peu den Rücken in Schwung, dann die Schultern, dann arbeiten wir uns hoch zum Nackenbereich. Beginn mit dem Becken und lass es einfach satt ankommen auf der Unterlage und kipp dann dein Becken nach vorn. Dann merkst du, der untere Rücken hat ein kleines Hohlkreuz, du kommst vor die Sitzbeinhöcker und jetzt kippst du dein Becken nach hinten aus, kommst hinter die Sitzbeinhöcker und der Rücken wird rund. Einfach ein paar Mal probieren jetzt. Ja, Becken vor und hinter kippen und da kannst du gut merken, dass wirklich nicht nur das Becken sich bewegt, sondern auch der Rücken, besonders der untere Rücken, beteiligt ist. Und das ist schön so jetzt, wenn er Bewegung mag, um dann mit mehr Lebendigkeit oder geschmeidiger einfach den Weg weiter durch den Tag zu beschreiten. Also noch ein paar Mal das Becken nach vorne und hinten auskippen. Ja, und dann greif diese Bewegungswellen, die der untere Rücken macht, auf und lass sie nach oben fließen. Also nimm auch den oberen Rücken mit. Extra aufrichten, wenn das Becken nach vorne kippt, das Brustbein heben und extra einrollen, wenn das Becken nach hinten kippt, extra rund werden. Also ruhig ein bisschen übertreiben oder erweitern. Und vielleicht gibt es ja gleich eine schöne korrespondierte Atmung dazu. Meist ist die Einatmung sehr schön, um sich aufzurichten. Das Ausatmen schön, um sich das einzurollen. Dann lass es kreativer werden. Ja, vielleicht mal ein bisschen kreisen mit dem Beckenbereich. Der Rücken zu kreisen. Das lässt dich sehr gut spüren, wo jetzt Bereiche sind, die sich besonders freuen, wenn sie sich mal durchbewegen dürfen. Du kannst auch gerne die Richtung wechseln. Und vielleicht fällt dir noch was anderes ein, was so an Bewegungen jetzt einfach gut tut, um in Schwung zu kommen. Ja, dann wandere nach oben Richtung Schultern. Einfach ein paar Mal die Schultern locker bewegen, vor, zurückkreisen. Alles, was dir so einfällt, was die Schultern lockert. Mal die Arme ausschütteln. Gut. Dann verschränk die Finger, dreh die Handflächen nach oben und dann räkel dich hoch. Mal rechts und links ganz groß werden, während das Becken schwer bleibt. Nach unten mal einatmen, aufrichten und ausatmen. Dreh dich nach rechts. Linke Hand an das rechte Bein, rechte Hand nach hinten aufsetzen. Wenn du ausatmest, wird ein bisschen weicher in der Drehung. Wenn du einatmest, richte dich weiter nach oben auf. Such gerne mit so kleinen Mikrobewegungen mal wirklich die Bereiche, die sich jetzt noch mehr freuen, wenn sie sich bewegen dürfen, wenn sie lebendiger werden dürfen. Also fahre nicht, werd nicht fester, sondern such dir wirklich so schöne, geschmeidige, kreative Bewegungen aus. Gut, wenn du das nächste Mal einatmest, dann komm wieder zurück nach vorne, mal die Finger verschränken, die Arme nach oben strecken, ausatmen, nach links aufschrauben. Ja, Becken schwer machen und dann hier mit kleinen Bewegungen dich in dieses Drehen hineinräkeln. Und das sind so sogenannte multidimensionale Bewegungen,
Und genau das ist das, was dem Körper jetzt gut tut. Was dein Gewebe, sowas Muskeln, das Bindegewebe, aber was die Gelenke deines Körpers jetzt wirklich mögen und gut brauchen. Räkel dich mit Bewegungen in die Drehung. Gut, mit dem nächsten Einatmen nochmal nach oben, die Finger verschränken, streck dich weit nach oben aus. Ausatmend, eine Seitbeuge nach rechts, rechte Hand aufstützen, linken Arm über dem Kopf nach rechts. Lass mal die linke Beckenhälfte schwer werden. Und dann kommen so kleine Bewegungen in Schwung, einmal nach rechts neigen, nach rechts schwingen. Und dann kannst du jetzt gut die linke Seite spüren, die sich sanft aufdehnt. Ja, mach das genau richtig, genau angenehm für dich. Und bau ein paar Drehungen ein. Mal nach rechts eindrehen und schwingen und schauen, wo du jetzt Muskelfasern in der linken Flanke erreichen kannst. Und was sich ändert, wenn du dich nach links aufschraubst, mal den Blick hochbringst vor den Arm und in kleinen Bewegungen weiterfederst. Ja, also stell dir vor, alles wird elastisch und geschmeidig. Oh, und dann komm nach oben, diesmal die Finger nicht verschränken, also ganz hoch strecken, rechts und links hochrecken. Vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen links und rechts. Oh, nochmal einatmen, hochstrecken und ausatmen, nach links neigen, linke Hand aufstützen, rechten Arm über den Kopf. Also mit kleinen Federbewegungen hier beginnen. Ein bisschen die rechte Seite in die Länge federn. Die rechte Hüfte wird schwer. Und so ganz weiche, so ganz elastische Bewegungen. Das ist wunderbar für das Bindegewebe, das wir hier beleben und vitalisieren können. Und dann baue jetzt noch kleine Drehungen. Einmal nach links eindrehen, ein bisschen federn, schauen, wie sich das anfühlt. Oder mal nach rechts aufschrauben, den Blick vor den Armen nach oben bringen. Und hier federn und spüren. Ja, dann komm wieder zurück, nochmal einatmen, nach oben, rechts und links ganz hoch strecken und ausatmen, die Arme zurück. Locker ausschütteln, die Arme bitte. Gut, dann such dir, geh ein bisschen höher in den Nackenbereich, such dir mit dem Kopf kleine Bewegungen aus, die hier schön sind. Und such dir bei Bereiche im Nacken, die sich freuen, wenn sie mal so ein bisschen gezogen werden dürfen. Was kann der Kopf machen? Der kann sich drehen natürlich, der kann vor und zurück schieben und er kann sich zur Seite neigen. Und alles kannst du sanft und spielerisch probieren. Und immer wenn du merkst, so, da ist jetzt ein fester Bereich im Nacken, dann beweg dich da ein bisschen mehr hin. Und nicht irritiert sein, wenn es ein bisschen knirschelt oder knackt. Das Wichtige ist eher, ob es sich wohl anfühlt. Und wenn ja, dann machst du das Richtige. Gut, dann beweg dich nochmal insgesamt ganz locker und leicht durch und wechsel bitte zum Vierfüßler. So, nimm auch die Beine mal mit, mal ein Bein nach hinten ausschütteln einfach. Gut, dann kreis mit dem Knie zur Seite. So aktivierst du das Hüftgelenk, das dich mit den Bewegungen, die die Beine machen, durch den Tag trägt. Gut, und dann wechsel zur anderen Seite. Anderes Bein nach hinten locker ausschütteln. Und mal hier mit dem Knie kreisend zur Seite zeichnen. Und alles hier schön weich durchbewegen. Und dann lande wieder im Vierfüßler. Und auch hier mal durch den Rücken hindurch räkeln bitte und schlängeln. Vielleicht wird das Ganze schon elastischer jetzt und lebendiger. Gut, kreis nochmal durch die Schultern. Nimm den Kopf mit in die Bewegung. Und dann komm hoch zum abwärts schauenden Hund. So gerade am Morgen, so braucht der Körper ein bisschen, um sich zu strecken. Also lass dir Zeit, nicht irritiert sein, wenn es ein bisschen mehr dehnt als sonst. Also immer schön bewegen. Ja, locker und leicht, einmal durchreikeln. Noch den Kopf nochmal mitnehmen in die Bewegung. Und wenn du möchtest, ein bisschen mehr möchtest, machst du kleine Hüpfer. So schön elastisch, geschmeidig mit dem Becken federn. Ja, nach rechts und links hüpfen.
Gut, dann löst das auf, roll nach vorne den Liegestütz und leg dich zur Erde bitte ab. Jetzt schüttel dein Becken bitte locker aus, immer so locker nach rechts und links. Auch das wunderbar lebendig für den unteren Rücken. Und lass dein Becken wieder schwer werden. Kreis dann mal mit den Schultern abwechselnd zurück. Gut, und dann komm wieder an in der Mitte, drück die rechte Hand sanft nach unten, schraub dich einmal nach rechts hoch, Blick Richtung Schultern. Wenn du ausatmest, komm zur Mitte, zurück nach unten, einatmen nach links aufschrauben, linke Hand nach unten drücken, Blick Richtung Schulter, ausatmen, zurück zur Mitte. Und noch ein paar Mal. Ganz weich aufschrauben. Und beobachte den Rücken, wie es ihm dabei geht. Und dann, wenn du aus der linken Seite wieder zurückgekommen bist, dann verweile in der Mitte, in der Bauchlage. Und zieh die Hände sanft zurück, roll die Schultern zurück, schieb deinen Steiß zurück, zieh dich nach vorn hoch in die kleine Kobra, ein bisschen räkeln hier. Wenn du magst, dann nimm die Beine mit, ein Stück anheben, die Kraft der Rückseite spüren. Und dann schieb dich zurück in den abwärtsschauenden Hund. Immer so schon locker durchbewegen. Dann wander mit den Füßen nach vorn Richtung Hände zu einer weichen Vorbeuge. Auch hier so kannst du gerne kleine Federbewegungen machen in der Vorbeuge. Ganz weich im Oberkörper schwingen, doch mit einem Wohlgefühl. Ja, gerade am Morgen, wenn du vorbeugen machst, ist es vielleicht schöner, die Knie etwas mehr zu beugen. Dann kann der Oberkörper sich noch leichter entspannen. Mal den Kopf mitschwingen lassen. So, dann stütz dich auf die Oberschenkel, komm in die Hocke nach oben und hier nochmal schön locker, frei bewegen. Ja, dann komm langsam hoch zum Stehen. Bitte dich hier die Arme locker auszuschütteln. Gut. Dann bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander, einen ganz kleinen Sonnengruß. Richtung Knie beugend, mit den Händen eintauchend, über vorn nach oben wieder aufrichten. Breite die Arme aus, verneig dich mit gut gebeugten Knien ganz weich vor dir selbst an diesem Morgen. Dann die halbe Vorbeuge, streck den Rücken nach vorn, zieh die Flanken nach vorn. Zurück in die ganze Vorbeuge, entspannen, Schultern und Nacken lösen. Rechter Fuß, einen Ausfallschritt zurück, Becken mal ein bisschen tiefer bringen. Den Blick nach vorn bringen und mit kleinen Bewegungen mit dem Becken nach dehnenden Bereichen im Oberschenkel suchen. Ja, Becken so leicht federn lassen. Und mit dem nächsten Ausatmen Schritt zurück, der abwärts schauende Hund. Einatmend die Knie absenken zum Katzenbuckel, zum Pferderücken. Ausatmend zum Kind eintauchen. Einatmend wieder hochschwingen, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmend, der abwärts schauende Hund, streck dich wieder lang nach oben, senk die Fersen ein bisschen tiefer, einatmend, gleite vor in den Liegestütz, ausatmend, leg dich zur Erde ab, einatmend, die Rückbeuge, Schultern und Steiß schieben zurück, ausatmend, der abwärts schauende Hund, dann wieder hochschieben, mit dem Einatmen den rechten Fuß nach vorn schwingen, hier kurz bleiben, mit kleinen lockeren Beckenbewegungen, vielleicht so Federn hoch und runter, nach dehnenden Bereichen in den Oberschenkeln suchen. Und alles wird elastisch, je kreativer du dich hier bewegst, und desto mehr profitierst du dann im Alltag davon. So, mit dem nächsten Ausatmen, Schritt nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, räkel den Rücken nach vorn. Ausatmen, nochmal ganz weich verneigen nach unten. Mit dem Einatmen über die Hocke auftauchen, streck die Arme weit über die Seite hoch und ausatmen, bring die Hände zum Herz. Nochmal einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn aufrichten, ausatmen, in die Vorbeuge entspannen, nach unten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, ausatmen, zur ganzen Vorbeuge zurückgleiten. Der linke Fuß im Einatmen einen großen Schritt zurück, ausatmen, rechter Fuß zurück, der Hund. Einatmen, die Knie absetzen, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmend, das Kind. Einatmen, wieder hoch, der Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, roll dich nach vorne in den Liegestütz. Leg dich ausatmend ab. Einatmen, die Kobra.
Ausatmend, der abwärts schauende Hund. Und nochmal schön tief durchatmen, bewegen, locker wieder ankommen. Geht nochmal rechts, zieht dein rechtes Bein nach hinten hoch, schieb die Ferse weit weg, schritt dich ganz lang und schwing dann den Fuß nach vorn. Gut. Wenn du einatmest, dann streck die Arme nach vorn, streck dich mal so ganz lang mit dem Oberkörper nach vorn, so rechten und linken Arm nach vorn ziehen. Ausatmen, schwing die Arme nach hinten. Nochmal einatmen, die Arme nach vorn schwingen. Ausatmend nach hinten schwingen. Letzte Runde. Einatmend die Arme nach vorne. Jetzt richte dich langsam auf in den ersten Helden und bring ausatmend die Hände zum Becken. So bau die Basis für dich gut auf. Also die Füße nicht zu weit weg. Eher angenehm. Becken sanft etwas absinken lassen. Jetzt zieh die Muskulatur von den Beinen hoch zum Becken. Schließ den Beckenboden. Dann reckel von diesem Fundament den Oberkörper und die Flanken noch ein bisschen länger nach oben. So stell dir vor, du schaffst mehr innere Länge, hebst den Brustkorb hoch. Jetzt stützt die linke Hand gut hinter dir auf, wird da, wo sie gut ankommt, die rechte Hand an den Hinterkopf. Lehn ihn ein bisschen zurück, lehn dich weich zurück und trag mit dem Einatmen dein Brustbein hoch in die Welt. Ganz weites, weiches Herz. Ausatmen, lass dein Becken etwas tiefer sich erden. Einatmen, den Brustkorb heben, das Herz heben. Ausatmen, etwas entspannen, die Rückbeuge. Letztes Mal einatmen, Brustkorb aufrichten, Brustbein heben. Ausatmen, langsam wieder nach oben aufrichten. Einatmen, streck nochmal die Arme hoch, links und rechts hochreckeln. Ausatmen, die Hände zurück zum Boden. Schritt zurück in den Hund. Mal locker durchbewegen. Dann heb dein linkes Bein hoch, schieb die Ferse weit von dir weg und schwing den Fuß nach vorn. Gut, auch hier kleine Bewegungen nutzen. Also mit dem Becken ankommen, mit den Armen einatmen, nach vorn reckeln und ausatmen, die Arme nach hinten schwingen. Nochmal einatmen, die Arme nach vorn, ausatmen, die Arme nach hinten. Letztes Mal einatmen, Arme nach vorne, jetzt ganz langsam nach oben aufrichten. Boden gut erden, ausatmen, Hände zum Becken bringen. Schrittstellung gut anpassen, nicht zu weit, nicht zu nah. Becken gut setzen lassen. Bau ein bisschen Kraft auf, zieh die Beinmuskeln hoch Richtung Becken. Schließ den Beckenboden und jetzt reike den Oberkörper sanft hoch. Also schaff diese innere Größe, die dich nach oben trägt. Und wenn du ausatmest, nochmal das Becken erden. Stütz die rechte Hand gut hinter dir auf. Bring die linke Hand an den Hinterkopf und lehn dich sanft ein bisschen zurück. Ganz sanft nach hinten lehnen. Und mit dem Einatmen das Brustbein nach oben heben, das Herz nach oben tragen. Mit dem Ausatmen Becken ein bisschen tiefer erden. Nochmal einatmen, Oberkörper aufrichten. Ganz leicht geht's da hoch. Ausatmen, lehn dich sanfter zurück. Einatmen, nach oben wachsen, lange Flanken. Ausatmen, einmal noch entspannen, diese Haltung. Dann mit dem nächsten Mal dich wieder aufrichten, wenn du ausatmest. Mit dem Einatmen die Arme nach oben recken. Mit dem Ausatmen die Hände zurück zum Boden. Schritt zurück in den Hund. Immer so ganz locker durchbewegen. Kleine Hüpfer machen, wenn du möchtest. Komm nach vorne über den hohen Liegestütz. In die Bauchlage und leg dich ab. Mal die Hände als Kissen nutzen. Ganz weich ablegen und durchatmen. Und dann stell die linke Hand neben dir auf. Drück dir ein bisschen nach unten, dann hebt sich die linke Seite deines Torsos an. Rechten Arm, den legst du nach links ab. Kommst also auf die rechte Schulter, ziehst dein linkes Knie etwas nach außen, jetzt den rechten Arm anbeugen, dann zeig die Handfläche hoch, leg da von oben die linke Hand hinein. Und gib ein bisschen Nachdruck von oben nach unten mit der Hand und dann steht ein Drehmoment, da dreh dich weich nach links auf. Aber nicht zu kraftvoll, einfach nur so, dass du gerade so schön weich dich drehen kannst. Du kannst den Kopf halten, du kannst ihn ablegen.
einen Moment die Atmung vertiefen. So ganz genüsslich lässt du dich atmen. Und nochmal tief durchatmen. Dann komm wieder zurück in die Bauchlage. Ein kurzer Zwischenstopp, das Becken locker ausschütteln. Dann stellst du die rechte Hand neben dir auf, drückst die sanft nach unten. Die rechte Seite des Torsos hebt sich etwas. Linke Arm legst du nach rechts ab, legst du auf die linke Schulter. Ziehst das rechte Knie etwas nach außen. Winkelst die Arme, sodass die rechte Hand in die linke hineinkommt. Drück da sanft von oben nach unten, dann lehnt sich die rechte Schulter zurück. Du kannst dich schraubend in die Drehung fließen lassen. Und mach das für dich ganz weich. Ja, es braucht gar nicht so viel Nachdruck. Gerade so, dass du schön sanft in die Drehung schmilzt. Dann integriere die Atmung ganz genüsslich. Tief durchatmen. Dich vitalisieren mit der Atmung für den Weg, der an diesem Tag vor dir liegt. Und nochmal ganz genüsslich, ganz tief durchatmen. Und dann kommst du zurück in die Bauchlage. Winkel hier die Knie an, dann zeigen die Füße hoch. Schwing mit den Beinen nach rechts und links. Genieße eine wertvolle, sanfte Drehbewegung im unteren Rücken. Und dann komm wieder zurück, leg die Beine ab, schieb dich bitte in den Vierfüßler hoch. Und dann bring dein Becken so ein kleines Stück nach hinten Richtung Fersen, einen ganz kleinen Weg nach hinten. Lauf mit den Händen nach vorn. Und dann merkst du, dass du hier eintauchen kannst nach unten. Dann leg die Stirn langsam Richtung Erde ab. Du kannst gerne auf den Fingerkuppen ankommen, dann hast du ein bisschen mehr zentrierende Kraft im Schulterbereich und im Armbereich. Leg die Stirn weich zur Erde und lass für ein paar Momente dein Herz sanft nach unten schmelzen. So, es ist schön, dich hier mal ganz lang und entspannt zu räkeln. Das ist ein sehr schöner, langer Rücken. Genieß die Atmung und beobachte, wo du sie jetzt am deutlichsten spürst. Und lass dich erfüllen von der Atmung. Es war gleichzeitig eine symbolische Verneigung vor dir selbst, vor dem, was du jetzt bist, wie du an diesem Tag sein darfst. So ist es richtig. Und dann komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler. Nochmal sanft räkeln und bewegen hier bitte. Dann komm zurück zum Sitzen. Gemütlicher Sitz. Schließ dir gerne mal die Augen für den Moment und registriere, was jetzt ist. Über das Feingefühl deines Körpers, aber auch über so kleine Bewegungen deines Körpers. Mal alles so registrieren, was das für ein Körpergefühl jetzt geworden ist. Vielleicht gibt es mehr Wohlgefühl jetzt, mehr Vitalität, mehr Lebendigkeit, mehr Frische. Alles das kann dich leiten auf den Wegen, die vor dir liegen an diesem Tag. Bring die Hände bitte vor dem Herz zueinander. Genieß nochmal eine wirklich schöne, erfüllende Atmung, die dich erfrischt, Körper und Geist belebt. Und dann schenk dir, wenn du möchtest, ein kleines inneres, dankbares Lächeln für die Zeit, die du jetzt an diesem Morgen für dich gefunden hast. Nimm dieses Lächeln mit. Trag es in den Tag, der vor dir liegt. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Atme ein, breite die Arme aus, bringe sie über die Seite nach oben
Ausatmen, die Hände zueinander, vor die Stirn, den Mund und vor das Herz senken. Nochmal einatmen, die Arme ausbreiten, ganz groß nach oben kommen. Ausatmen, die Hände zum Herz. Und wenn es für dich passt, dann verneig dich einmal vor dir selbst. Vor dem, wie du bist, so ist das für dich in Ordnung, so darfst du sein. Und dir ein kleines Dankeschön für die Zeit, die du immer wieder für dich selbst findest. Und wenn du dich aufrichtest, dann bitte ich dich, die Augen langsam wieder zu öffnen. Danke dir für die Zeit und dein Vertrauen. Wünsche dir einen guten Weg durch den Tag, der vor dir liegt. Und freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin, herzlichen Dank. Namaste. Thank you.